Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, meine Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz im Anschluss an die Partie unserer Stuttgarter Kickers gegen die Gäste vom 1. FSV Mainz 2. Die heutige Partie endete vor 2.490 zahlenden Zuschauern mit 1:2. Wie Sie es gewohnt sind, bei uns heute in der Pressekonferenz die beiden Trainer, zu meiner Linken Dirk Kuhnert, zu meiner Rechten Paco Fatz. Wie immer darf ich zunächst den Gästetrainer um ein kurzes Statement zum Spiel bitten. Lieber Dirk, wie hast du die heutige Partie wahrgenommen? Ja, war eine sehr merkwürdige Partie für uns, oder für uns alle, glaube ich, die auf dem Platz standen, außen oder auch für die Zuschauer. Wir haben sehr, sehr gut begonnen, fand ich, dass wir die ersten 20 Minuten, fand ich, richtig klasse gespielt haben. Haben den Ball und Gegner laufen lassen. Haben es dann vielleicht verpasst, vielleicht schon mal noch ein bisschen zielstrebiger ja, aufs Tor zu spielen, eine klare Chance rauszuspielen. Aber wir haben, wie gesagt, das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Wie es manchmal so im Fußball ist, ein Sonntagsschuss kriegen wir auf einmal ja, mit der ersten Gelegenheit, liegen wir einzeln zurück. Da muss ich sagen, dass wir trotzdem genauso weitergemacht haben. Wir haben jetzt leider schon in den ganzen Spielen oder was wirklich der Mannschaft hoch anzurechnen ist, oft mal zurückgelegen. Ja, glaube ich, die letzten, also jetzt hat man mal gegen Völklingen haben wir mal geführt, aber die letzten Spiele immer zurückgelegen, konnten die Partien immer drehen für eine zweite Mannschaft oder eine U-Mannschaft. Finde ich das sehr, sehr erstaunlich. Machen dann das 1-1. Verdient, fand ich. Haben dann noch die Möglichkeit, das 2-1 zu machen durch einen Foul-Elfmeter. Ich habe es nicht gesehen können, was da war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war Foul-Elfmeter, die haben ihn verschossen. Da muss man dann auch immer erstmal da bleiben. Dann, wie gesagt, kriegen wir oder kriegt Stuttgarter Kickers kriegen die rote Karte. Dann ist es immer nicht so leicht. Ja, verschossen, dann sind wir ein Mann mehr. Wir haben weiter aufs Tor gespielt, haben aber keinen mehr gemacht vor der Halbzeit. Dann in der zweiten Halbzeit. Ja, geht es gleich weiter, wir probieren weiter zu spielen. Zweite rote Karte. Und dann, wie gesagt, die Leute, die schon mal Fußball gespielt haben, ist es manchmal nicht so leicht zu spielen. Ja, es stand immer noch 1:1. Ja, Kickers hat sehr, sehr gut verteidigt, auch vorher schon. Wir hatten kaum, also wenig Torchancen, obwohl wir klar spielbestimmt waren. Und dann ist es einfach immer schwer, dort ein Tor zu machen. Ja, wir sind ruhig geblieben, haben das 2-1 gemacht und wir sind ballsicher geblieben, dass natürlich Publikum da ist, wenn mal ein langer Ball gespielt wird oder nochmal ein Eckball kommt oder ein Freistoß, ist immer gefährlich, ist egal, dann kann ich auch zu 7 spielen, ist immer gefährlich. Wir haben 2-1 gewonnen, dafür müssen wir uns nicht irgendwie schämen, weil das meine Mannschaft das top gemacht hat, speziell auch zum Anfang und nachher auch. Daher bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Auswärtssieg. Danke. Vielen Dank, Dirk. Ja, Paco, 90 Minuten gerannt, sich als Mannschaft präsentiert, die Zuschauer mitgenommen. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, zunächst erstmal Glückwunsch an den Gegner für den Sieg. Ja, ich kann mich da nur wiederholen, wie es der Kollege schon gesagt hat. Mainz war natürlich, wir wussten um die Stärken von Mainz, spielstark. Für mich immer noch die spielstärkste Mannschaft in dieser Liga. Unser Matchplan war natürlich so, dass wir bewusst auch Räume offen gelassen haben für den Gegner, wo wir nicht aktiv werden wollten, aber dann in den Räumlichkeiten, wo wir einfach zum Pressing übergehen wollten. Das hat sehr, sehr gut funktioniert am Anfang. Wie der Kollege schon gesagt hat, hat Mainz wenig Torchancen gehabt. Die haben natürlich viele Räume gehabt, viele Ballkontakte, aber letztendlich haben sie keine Torchancen herausgespielt. Wir gehen in einzelne Führung, wo vielleicht aus dem Nichts kommt, aber ich sage trotzdem, wenn man da nicht aufs Tor schießt, dann kann man auch kein Tor machen. Und das hat der Sandro sehr, sehr gut gemacht. Dann flattert das Ding halt einfach auch mal in den 90er rein. Und ja, was ein bisschen schade war, dass wir das 1-0 nicht lange oder länger gehalten haben. Dann bekommen wir das 1-1 und im Anschluss letztendlich der Elfmeter. Ja, ich muss mir das dann nochmal anschauen, ob es wirklich ein Elfmeter war. Was natürlich dann auch hervorragend war von Miro, dass er den sehr gut hält. Ja, der Gegner hat nicht verschossen, sondern der hat ihn sehr, sehr gut gehalten. Und dann, ich glaube, dass das eine wichtige Situation war, wo wir dann letztendlich mit einem Mann weniger, kurz nach dem Elfmeter, nach dem gehaltenen, das Spiel weiter fortschreiten
und in der zweiten Halbzeit natürlich mit zwei Mann weniger. Und an dem Punkt möchte ich einfach jedem Spieler der ganzen Mannschaft ein riesen Kompliment aussprechen. Ich bin stolz auf die Jungs, ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie verteidigt hat bis zum Schluss. Und wenn man sagt, dass der Gegner dann knapp 2-1 gewinnt mit zwei Mann Überzahl, dann kann ich meiner Mannschaft wieder keinen Vorwurf machen. Die hat gefightet bis zum Schluss mit den Fans im Rücken, das war sehr, sehr gut getan hat. Auch ein Kompliment an die ganzen Fans. Das war, auch wenn wir verloren haben, trotzdem nehme ich das mit, dass die Mannschaft alles gegeben hat, wieder leidenschaftlich agiert hat. Und schade war, dass wir den Matchplan nicht bis zum Schluss umsetzen konnten. Ja, vielen Dank, Paco. Gibt es von Ihrer Seite Fragen an die beiden Trainer? Scheint heute nicht der Fall zu sein. Unsere Mannschaft tritt am nächsten Sonntag, den 12. November um 14 Uhr beim Tabellennachbarn beim FSV Frankfurt an. Wir haben dann ein weiteres Auswärtsspiel am Samstag, den 18. November um 14 Uhr bei Wormatia Worms und das nächste Heimspiel am 25. November, 14 Uhr gegen FC Astoria Waldorf. Lieber Dirk, dir und deinem Team eine gute Heimfahrt und uns Blauen ein erholsames Wochenende. Auf die Blaue!